Achso, das geht so. Hier. Oh, ich hol dich. Komm mal, komm mal, komm mal her. Ja, komm mal her, mein Freund. Komm mal her, hier. Jetzt steh mal auf. Ja? Hier, so geht das nämlich nicht. Oh. Du willst ja auch noch ein bisschen Spaß, kein Problem hier, tschüss. Oh. Na komm, heute habe ich mal einen sozialen, heute lasse ich dich mal gehen. Aber nächstes Mal, ja, ist das nicht mehr so einfach. Na dann komm. Spannende Verfolgungsjagd, meine Güte, Namen für Cobra 11 lässt grüßen. Mit Explosion und so weiter. Ihr habt zahllose Leben gerettet. Als Dank gebe ich euch einige Informationen, die sich als nützlich erweisen könnten. Ich habe heute früh zwei Diener des Händlerkönigs belauscht und scheinbar haben sie vor seinen Gemächern ein Gerüst vergessen. Benutzt es, um schneller zu ihm zu gelangen. Ein Weg führt hinauf zu den Gemächern des Händlerkönigs. Zu den Gemächern? Was ist vorgefallen? Ja, alles Infos, die nützlich sind, die ich mir aber niemals merke. Stirb, Dieb! Ach, dann greift er nicht an. So. Aua! Manu! Ah, hier am Arsch, kannst du mal voll vergessen. Kleiner Fruchtzwerg. So. Du noch, ja, sehr schöne Einstellung mal wieder. Alter. Gottloser Heide. Gottloser Heide. Ja, das hättest du wohl gern gehabt, wa? Das hättest du wohl gern gehabt, mein Freund. Ups. So, dich schnell mal kalt machen und dann dich. Fuck. Fuck, 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 fuck. Aber jetzt. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Ja. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Na dann. Wie tragisch. Tragisch. Weg da. Aus der Bahn, bitte. Glaubt ihr, dass ihr von jemandem verfolgt? Was geht vor? Und wovor läuft der davon? Ach, die muss ich. Okay, Moment, Moment, Moment. Ich muss jetzt mal. Kann ich die von hier eigentlich belauschen? Nein. Kann ich nicht. Okay, aber da ist eine Bank. Dann setzen wir uns einfach mal hier hin. Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Aha, der Händlerkönig bereitet ein Fest vor. Ja, das wussten wir vorher, aber irgendwie auch schon. Naja, gut. So, drei Aussichtspünktchen gibt's noch. Alter, du komischer Typ. Ja, das ist jetzt... Irgendwann bringst du einen um. Ups. Ja, das wussten wir eigentlich schon, oder? Dass der ein Fest feiert. Das ist ja jetzt nicht unbedingt was Neues. Ich hab keine. Gott verdamme euch. Lasst mich in Ruhe. Was bringt ihn dazu, dass... Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich da hochkomme. Hier scheint's gut zu gehen. Ach guck mal, hier ist auch direkt das Ding. Ah. Aber egal, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Die können wir ja gleich retten. Die stirbt ja nicht bis dahin.
Und deswegen ist das ja alles kein Problemchen. Okay, geht's nicht weiter. Irgendwie fällt mir in dem Spiel auf, es gibt sehr wenig Hintergrundmusik. Einfach nur still ein bisschen Wind und man hört halt die Schrittgeräusche von Altair. Und ein bisschen Vogel, naja, was ist das? Hört sich an wie ein Uhu. Sind aber Tauben. Getarnt als Tauben. Uhus getarnt als Tauben. So, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, genau. Und da springen wir gleich runter. Ist ja quasi wie in echt, in real life. Springt man ja auch einfach mal eben so. Keine Ahnung, wie hoch ist das? 50, 60 Meter? Ich habe keine Ahnung. Ist ja quasi gar kein Thema. Alles so ganz gut. Geh mal weg da. Ja, aber wenn ich die jetzt rette, ist nämlich der nächste Turm da direkt in der Nähe. Nebenan quasi. Das ist natürlich nicht so schlecht. Ach, arm und krank und hungrig. Na, ist aber ein bisschen viel. Ach, jetzt hört er auf. So, hier, weg. Weg mit dir. Ja, dann halt mit dem zweiten Ding. Oh, hier sind so viele Gegner wieder. So viele Gegner. Ah, ich dachte gerade, die hat sich verpisst, ey. Ihr müsst auch mal angreifen, Freunde. Ihr sterbt sowieso. Ihr könnt eigentlich eure Waffen gleich wegwerfen. So, ja, endlich hat sich meiner getraut. Ja, das war jetzt unfair. Das war unfair, ja. Alter, wie kann der denn mein Schwert so weghauen? Alter, du Arschkeks. So. Hallo. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Oh, jetzt gab's geile Hintergrundmucke. So, ich bin weg. Ich hab damit nichts zu tun und ich will damit auch nichts zu tun haben. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Wie komme ich jetzt da? Wie? Wie kommt nicht näher? Guck mal, ich komme genau hier hin. Ah, jetzt hat er die Arschkrampe. So, hier, tschüss. Tschüssi, bye bye. So, von hier ist, glaube ich, ein gewagter Sprung, aber ich traue mich mal. Und er hat sogar funktioniert. Aber wann bin ich hier gerade schon mal? Da oben war doch. Oder ich war woanders. Keine Ahnung. Ja, toll. Ja, dann gehen wir halt ja um die Ecke. Ist ja gar kein Problem. So, dann haben wir bald. Das ist ja nicht mehr viel. Ich glaube. Der Turm, noch ein Turm. Mal gucken, ob da noch irgendwie was kommt. Dann haben wir ja quasi schon alle Informations. Und können. Also sind wir noch nicht mal oben. Dann können wir nämlich den Attentat machen. Und das ist natürlich eine gute Sache. Wenn wir der Attentat machen können. So, ich habe hier auch nichts Neues bekommen. Dann gehen wir schnell hier noch hoch.
retten den letzten Bürger. Nehmt euch, will ich heute nicht spielen, Brüders. Heute brauche ich nicht beten. Ich habe heute nichts Böses gemacht. Ist alles gut. Ey, willst du verarschen? Wieso kannst du denn da nicht hoch? Da ist doch gar nichts. Oh, fuck. Nix. Ich habe nichts getan, ich mache nichts und will auch nichts tun. Alles gut. Nur keine Panik, junger Mann. Ich bin lieb. Alter, wo muss ich denn hier hin? Nach Jans da nach oben. Na, wunderbar. Und hier ist auch noch ein Gegner. Ja, komm, hier, weißt du, komm. Ja, genau, richtig in dem. Alter. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Trotzdem bist du tot. So. Und jetzt den letzten Bürger retten. Whee! Okay, da scheine ich nicht lang zu können und da auch nicht. Na, wunderbar. Hi, Freund. Aber Alter, ihr findet ja bekanntlich immer einen Weg. Das? Da dachte ich gerade, das geht in die Hose. Weil ins Wasser darf ich mit Alter ihr nicht fallen, weil der kann nicht schwimmen. Hat noch keinen Freischwimmer, der Gute. Da sind wir. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Was tut dieser Name? Du fauler Schwein. Dreckiger Dieb. Ja, dann kommt doch. Kannst du glauben, dich besiegen zu können? Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage. Gesunder Optimismus. Ach, scheiße, okay. So. Two with one hit. So, bam, bam. Bam, 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 bam. Nee, 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 nee. Das kannst du mal vergessen, mein Freund. Du brauchst sie nicht groß befehligen. Ihr seid nur noch zu zweit. Alter, am Arsch. Warum kann der schneller angreifen als ich? Das finde ich unfair. So. Ach, weißt du was? Hier, komm. Guck dir mal die Vasen an, die sind schön. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Ich hab dich gerettet. Und jetzt muss ich zum Büro. Boah, das ist voll der lange Weg zum Büro. Merke ich gerade. Mindestens 4 Striche Schritte. Weil ich sie nicht sehe. Aber mal gucken. Mal schauen. 200? 235. Wow. Hinfort. Ich will gar nichts von euch. Also leckt mich am Arsch. So. Bitte, Herr. Habt ihr Geld für mich? Nein. Komme ich hier überhaupt zum Büro? Ich hoffe doch. Stimmt. Ja, das kann passieren. Dann ist es aber nicht meine Schuld. Dann seid ihr schuld, weil ihr mir im Weg gestanden habt, während ich da gerannt bin. Und das kann natürlich nicht sein, sowas, ja. Dass da die Wachen nichts unternehmen, kann ich nicht gutheißen. So, ich werde jetzt mal hier einfach hoch. Oh, dann sind wir auch schon direkt beim Bürochen. Da sind wir. Da sind wir schon. Hi. Altair, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen?
Sein Name ist Abul Nukut. Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Wenn ihr dann fertig seid, ich habe alle Informationen, um mit der Aufgabe zu beginnen. Ihr arbeitet rasch. Sag mir, was ihr wisst. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid, zuzuschlagen. Ja, du warst der Einzige, der mich geglaubt hat. Ich glaube, ist hier irgendwie nicht so ganz, aber ist ja egal. Gib mir die Feder her und dann spule vor zu aktuellerem Gedächtnisabschnitt. Hauen wir uns nochmal eine Runde aufs Ohr und dann geht's aber los.